So, willkommen zum nächsten Black Ops 2 Commentary. Und ich sehe gerade, ich spiele mit der Sniper. Ich spiele ernsthaft mit der Sniper. Also ich merke mit Commentary das nicht und so. Oh mein Gott, habe ich da gekämpft? Ich hoffe nicht. Das sind so meine Commentaries, aber ich nehme die. Oder ich speichere die mir meistens vielleicht einmal so. Alter, der Anfang. Das ist nicht mein Ernst. Ich hatte am Schluss irgendwie eine 2,5er KD, habe ich gesehen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach mal das als Commentary her und. Naja, aber noch nicht so schlimm, das wird schon noch werden. Ich habe da volles Vertrauen in mich selbst, aber. Genau. Let's noobing. Ja, okay, ich bin wahrscheinlich am Anfang ein bisschen am Fällen und am Schluss wird es mir ein bisschen besser werden, aber. Naja. Ich weiß nicht, ob da jemand so einen auf Quickscope gemacht hat oder so, aber. Ich glaube, ich habe alles vorbeigeschossen, wahrscheinlich oder so. Was? Was war denn das für ein Fail? Oh mein Gott. Naja, ich spiele auf alle Fälle mit der DSR. Bin wahrscheinlich schon Prestige. Nee, bin ich nicht. Und habe hier drin. Was habe ich da drin? Vollmantelgeschoss. Kein Lasermarkierer irgendwie. Und deswegen nur schnelles Magazin. Was habe ich noch drin? Ich glaube, ich habe jetzt zwei Aufsätze drin, dafür noch eine Secondary. Die B2, 3, ja, nee, irgendwie sowas. Egal, auf alle Fälle. Ja, als Extras habe ich dann noch einmal Hardliner drin, dass ich die Punkte sehr schneller zusammenkriege. Dann habe ich noch. Mein Gott, ich bin da gerade voll überpeilt. Total neben der Spur und irgendwie total unvorbereitet. Muss ich jetzt echt schon mal ganz klar sagen, sorry, aber ich weiß auch nicht wieso. Höh? So ein Noob. Und genau, wieder schöne Quickscope. Und schöne Camper. Zwei, drei schöne Camper insgesamt. Egal. Und ja, was habe ich noch drin? Ich glaube, ich habe noch kein Techniker, glaube ich. Dafür habe ich Gewandtheit, also dass ich nach dem Laufen schnell die Waffe ziehen kann. Was bei einem Sniper so ein bisschen buggy ist und ein bisschen komisch und ein bisschen, keine Ahnung. Wobei es nicht bei einem Sniper buggy, sondern ist generell ein bisschen komisch. Genau, jetzt habe ich schon 8-4 irgendwie. Und naja. Mittlerweile habe ich meine Sniper übrigens schon fast auf Gold und bin Prestige 2 und so. Ah ja, und da habe ich mit Marius, glaube ich. Oder mit Ethan. Was? Mein Gott. Ich verwechsel gerade alles komplett irgendwie, egal. Mit irgendwen habe ich auf alle Fälle da zusammen gezockt und ja. Was hat er denn für States? Ein 2-1. Ich glaube, die liegt da hinten mit der Sniper irgendwo. Genau, hat er irgendwie so geil die S-Mine auf den Busch gelegt. Und dachte ich mir, fetze ich mich einfach mal zu denen hin und mal du campen. Genau. Allerdings habe ich das nicht lange gemacht, weil es mir irgendwie zu blöd geworden ist und so. Und dann kam, glaube ich, so irgendwas von hinten oder so und ja. Mal so ein bisschen campen ist auch mal ganz nett. Und ich glaube, das ist mein zweites oder drittes Video von 60 oder 70 mittlerweile. Also von 60 oder 70 Black Ops Videos, in denen ich mal so ein kurzes Stück weit camp. Genau. Da erst wieder richtig nice gefällt. Und gleich zu dritte an. Das alte wieder sehr high skilled. Und Delta Heavy macht erstmal einen Double Kill. Da hinten, glaube ich, habe ich es gecampt oder so, genau. Habe ich allerdings irgendwie nicht ganz gesehen und deswegen erstmal gefällt. Oh mein Gott, ich habe eine 1-3er KD. Wie komme ich hier auf eine 2-5er? Das geht doch gar nicht mehr. Naja, es geht schon, aber so wie ich meinen und mein Skill kennen. Naja, egal. Bisschen komisch, wie ich hier gespielt habe, wenn ich mir das gerade so an was anschaue. Leute, Schuss. Minimal daneben irgendwie. Aber egal. Muss nicht immer treffen, wie man auch vorbeischießen kann. Vorbeischießen ist ja viel Skill, High Skill und so. Kann nicht jeder. Genau, dachte ich aber erstmal Gegner, weil da hatte ich glaube ich einen kurzen Lag. Was man hier in der Aufnahme nicht sieht. Und gleich nächste weg. Also auf Fernkampf hau ich eigentlich so ziemlich alles down. Im Nahkampf treffen wir dann null.
Ich weiß schon nicht genau wieso, aber kannst du mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich scope einfach zu kurz im Nahkampf und im Fernkampf zu lang oder so. Keine Ahnung. Ich bin einfach nicht so jetzt der Highskill, der Quickscope oder so. Ja, das war gleich ein Double Fail. Egal. Ja, ich habe ja vor allem. Ach, ich glaube, ich habe da ohne Aufsätze gezockt oder so. So, glaube ich, war das irgendwie. Ich bin mir gar nicht mal so ganz sicher. Genau. Wäre zu schön gewesen, wenn ich alle umgelegt hätte. Doch, habe ich sogar. Das war ziemlich unlogisch und so, aber. Genau, war erstmal ein Vierfach-Kill. Der war eigentlich richtig nice. Oder ich habe einfach nur keine Lasermarkierer drin und. Ach, keine Ahnung. Egal. Genau, da geht's ab. Dann habe ich schon eine 88er KD. Und ich glaube, so wird es immer besser. Ich höre überall die SVUs und XPRs rumknattern. So ein paar Noob-Waffen. Naja, Noob-Waffen kann man nicht unbedingt sagen, aber. Naja. Das war sehr lustig. Der ist schon down, bevor ich angefangen habe zu schießen. Und hatte ich gleich Konterdrohne und Vorräte. Habe ich überhaupt noch den Blitzschlag geschafft? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon. Und gefällt habe ich damit dem wahrscheinlich auch wieder, wie immer. Naja, 56, 31, ein ganz nettes Team. Bin oben auf Platz 1 mit einer 2,13 KD. Und, naja. Kann nur noch besser werden. Und ich sage mal so, ich habe jetzt echt schon so lange nicht mehr gequickscoped. Von dem her, ja. Brauche ich noch einen Kill für den Blitzschlag? Ich weiß nicht, ob ich den noch gekriegt habe oder nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Genau, du, stimmt, durch Konterdruck habe ich den Blitzschlag gekriegt. Auch ziemlich nice. Und erst mir minimal gefällt. Oder auch nicht? Genau, keine Wirkung, sowas irgendwie. Ich dachte mir, steht da und deswegen schnell fertig machen und dann weg. War aber dann irgendwie doch nichts so wirklich. Ja, ich hasse den Todbringer, habe ich das schon mal gesagt. Ich werde mit dann der meisten so wieder negativ oder also vielleicht mit dem schlechter als wie ohne. Das ist einfach nicht so mein Ding, keine Ahnung. Das ist einfach Geschmackssache, glaube ich, und von dem her. Genau, hier einmal ein Kill mit dem Todbringer. Und dann von irgendwo kam noch einer, glaube ich. Runtergeflogen oder so. Bin mir gar nicht sicher. Jetzt habe ich schon 18,8, lol. Gar nicht mehr so schlecht. Und jetzt habe ich meine 2,38er Kill und noch einen einzigen Kill. Dann hätte ich meine 2,5er KD, dann habe ich einen 20,8. Und ja. Hinter mir steht einer und sehe es nicht mehr. Oh mein Gott. Hä? Ach, der war hinter mir gestanden, damit ich nicht gesehen. Lol. Egal. Danke fürs. Nee. Bis zur nächsten Runde. Genau. Und wir sind hier klar für den Einsatz. Was ist hier gesagt? Klar für den Einsatz? Nicht wirklich. Wir spielen haben mit MP7. Genau. Wir spielen H. Die H-MP7. Und hier machen wir erstmal Starter. Und gleich noch ein Kill. Genau, aber glaube ich mal, also lange wieder First Time MP7. Also ich habe wieder lange kein Black Ops gezockt und so. Und jetzt spiele ich wieder täglich. Ist ja auch besser wert wieder. Und dann kam erst wieder einer mit der Shotgun an. Ich glaube, da ist ein bisschen rumgeflamed oder so. Nee, würde ich noch niemals machen. Wieso sollte ich denn rumflamen? Irgendwie ziemlich dunkel eigentlich, wenn ich mal so anschaue, so Replay. Okay, bei mir, ich habe so ein bisschen. Die Südseite mit meinem Zimmer und da knallt immer Sonne drauf und dem her sehe ich meistens aber nichts. Entweder ich klebe direkt vom Bildschirm dran oder ich suche mir irgendwie einen anderen Ausweg. Genau, erstmal schön der Camper von der rechten Seite. Echt wieder sehr skilled, also. Genau, und ich kriege wieder die Hunter-Kill-Drohne ab, genau.
Deswegen haben wir jetzt ein 4-4. Naja, wird auf alle Fälle auch wieder ein ganz netter Endscore von 2, also eine 2, irgendwas KD. 2, 2, 3er oder so. 2, 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Bisschen schlechter als letzte, aber nicht viel. Und ja, wie gesagt, weil ich jetzt gerade zur Zeit echt wieder viel mit Quickscopen und so übe und es oft auch ein bisschen schief geht, wie man schon vorgesehen hat, ja, kriege ich keine wirklichen OP-Gameplays jetzt hin mit einer 3, 4, 5er KD oder so. Von dem her, nicht wundern, aber wird sich schon verbessern. Spätestens in der Woche oder so. Ne, da habe ich erstmal gewürzt. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich muss ein bisschen planen, dass ich dann schon mal ein, zwei oder ein paar LPs mehr aufnehme, wenn ich dann Geburtstag habe und so, und die Zeit vor und nach, das ist vielleicht auch ein Freund dann, zum 2. Mai, und von dem her, ich denke aber bis dahin bin ich schon besser. Musste dann wohl zum Angeben. Nee, ich würde nicht angeben, nicht mal, niemals. Naja, jetzt sagt auch Black Ops, aber ich hatte irgendwie ein bisschen, ihm fehlt einfach noch so ein bisschen das Geld, irgendwie einfach nur so, oder die Übung, oder ihr spielt einfach nicht oft und, naja. Zum Glück ist er gerade im Urlaub und ich hoffe, der schaut das Video nicht an. Weil der, glaube ich, auch meine Videos, von dem her hoffe ich jetzt einfach mal, dass du gerade nicht zuschaust. Genau, erstmal wieder unnötig gefragt, was habe ich mir gerade? 9,5. Und für mich der beste Platz zum Vorräter aktivieren. Und spielt auch wieder Delta Helfe mit. Auch mit Vorräten. Deswegen gleich. Doppelvorräte. Und da drin sieht dich einfach so gut wie keiner. Von dem her. Der hat natürlich eine AGR. Ich habe nur so einen komischen Geschütz, denkst du es wieder? Worüber ich mich natürlich total frei. Naja, es war irgendwie doch ein bisschen zu viel. Egal, 12,6, 2,0 KD. Ja, kann mich nicht so ganz entscheiden, wo ich das Ding aufstelle. Da oben das Sniper trägt ein bisschen auf. Dann bin ich wahrscheinlich erstmal in dem verreckt, wie ich mich kenne. Bin zurück und dann verreckt. Genau. Wie immer. War wahrscheinlich am Hardscopen. Weil er so Highskills spielt wie immer. Naja. Ich war zwar teilweise auch bis zum Hardscopen in der letzten Runde, aber ich glaube, ich war jetzt nicht so krass. Also das, dass ich noch so ein bisschen ein Quickscope-Noob bin. Beziehungsweise eigentlich erst auf größere Distanz eigentlich wirklich dominieren kann. So wie der. Ne, nicht wirklich. Glaube ich, ist es noch ganz okay. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache im Nahkampf mit Quickscope. Ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen zu greedy und will einfach, oder ich scope einfach zu kurz. Keine Ahnung. Vielleicht ich auch wieder zu schnell raus oder so. Ich weiß es echt nicht. Kannst du mal einen Kommentar schreiben, wie gesagt, und ja. Genau, da stand der irgendwie hinter mir. Mich würde so interessieren, wie und wieso, aber egal. Das war richtig schön. Schöner Kill. Genau, dann sinkt mir mal zwischendrin meine HP. Mein KD meine ich. Geht dann wieder hoch, geht dann wieder runter, dann wieder hoch. Genauso wie meine Konzentration in der Schule. naja. Schöne Granate, die mich irgendwie killen wollte oder so, ich weiß nicht. Genau, dachte ich mir erstmal so, camp ich mal hinter dem AGR, hinter der AGR, dem AGR, was weiß ich. Könnt man Kommentare schreiben, was ihr eigentlich von nächsten Black Ops haltet, würdet ihr euch das kaufen? Soll ich mir das kaufen? Ich weiß nicht, noch nicht so ganz. Also kaufen ist dann mal MW2 höchstwahrscheinlich und deswegen kann man von MW2 auch noch ein paar LPs, weil ich es einfach ein richtig geiles Game finde und naja. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Spaß und so. Die Essmiete war irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ist hochgegangen, aber hat kein Damage gemacht irgendwie. Naja, 2011 schon. Okay, für das mit einer MP-Spiel eigentlich relativ schlecht, aber
Man kann es lassen, das ist also ist das noch nicht so schlecht und noch im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Genau, erstmal Blitzschlag, also Full Items. Meistens immer an der Stelle. Ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt an der Stelle hatte. Wahrscheinlich Feldblitzschlag, wie immer. Ah, ne, zwei, drei. Wow. Das war richtig schön geowned. Da war ich natürlich ein bisschen rumragen in Skype. Und erstmal Orbitalsatellit, sowieso so geil. Ich habe den sogar noch gekriegt, von dem her. Ziemlich, ziemlich nice. Das lag einfach. Was ich ja teilweise mache, ich schaue mir nicht auf die Karte, nicht auf die Map, nicht auf die Minimap zumindest irgendwie. Aber gut, ich habe eine 215er KD, 223er, wie ich gesagt, und ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.